Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Less of Eisenwald. So, wir haben ja mit den Landgrafen Daniel gesprochen. Und ja, es ist so einiges verrückt wieder dabei. Wir müssen erstmal wieder alles erkunden und alles machen. Und ja, wir konnten auch unsere drei Bauern jetzt auch mal austauschen gegen ein paar vernünftige Leute wieder. Zwar müssen wir die wieder hochleveln langsam. Immerhin kein Bauer hier unten. Oder wie hier ist er schon mal was Vernünftiges. Aber wir müssen auch noch in diese Richtung wieder entwickeln lassen. Da haben wir ja sogar zwei. Schön. Beim Bogenschützen würde ich wieder auch erstmal auf den Bogenschützen gehen und dann beim zweiten Mal auf einen Armbrustschützen. So. Wenn wir noch nichts erbeutet haben, können wir auch denen erstmal nichts geben. Und schade. Nun denn, wir reisen jetzt mal weiter. Wir wollen noch das ein oder andere mal aufdecken. Bauernfrau. Die scheint das zu können. Zu heilen. Aber wir haben keinen Platz mehr. Wir haben ja schon am Maximum angekommen. Handelszelt. Die nehmen jetzt ja alles wieder. Ich würde sagen, die ersten Schlachten lassen wir erstmal so, in der Hoffnung, dass wir so was bekommen an Ausrüstung. Oh, was ist hier für eine Burg? Burg und Tief. So, ich werde mal hier aber mal speichern. Man weiß ja nie, was passiert. Okay, passiert nichts. Ein reißender Händler. Seid grüßt, eure Gnaden. Wenn ihr die besten Waren weit und breit kaufen wollt, müsst ihr den Langstraßenmarkt bei der Vollspur besuchen. Alles klar. Der Kreuzweg. Und wieder einiges. Machen. Habt ihr was zu sagen? Guten Tag, Kreis, ich bin hier zuständig, ich bin der Geschäftsführer. Okay. Mäkel Maisgeist von Kleinsee, ich höre. Seid gegrüßt, Reisende. Ihr wirkt zu reich für eine Bettlerin, aber zu arm für einen Gast. Was führt euch zu mir? Ich bin eine Edelfrau, mein Name ist Juliana Rotjäger. Ich habe gehört, dass der Landgraf aus dem Norden in dieses Land drängt. Und das stimmt, wir werden hier mehr zu tun finden, als ihr glaubt. Ich würde mich selbst um den Hund um seinen Welpen kommen, wären mein Nachbarn nicht. Sie singen mich in die Armut und den Hund Hungertod, nehme ich von beiden Seiten in die Zange. Einer meiner Hauptschinde ist Dace von Abkamp und der andere ist Pauline von Piemont. Wenn ihr mir helft, mit ihnen fertig zu werden, wird euch das sehr viel wohlhabender machen. Und das kann. Und dann kann ich gegen die Truppen von Rotwald ziehen. Okay. Nach dem Grund der Feindseligkeit mit den Nachbarn fragen. Ganz einfach. Sowohl Abkern als auch Piemont neiden mir meinen Wohlstand und wollen ihn mir wegnehmen, statt sich selbst welche zu verdienen. Piemont schreibt Frömmigkeit vor, aber er tötet meine Leute nur, um ihr Hab und Gut zu stehlen. Er scheut auch nicht davor zurück, sich die Besitztümer der sogenannten Heiden anzueignen. Dies Abkern hat um die Hand meiner Tochter geworben, um meine Ländereien zu erben. Er war so hartnäckig in seiner Werbung, dass ich fast eingewilligt hätte. Aber dann habe ich bei den von Fischtings einen ehrenwerteren Bräutigam für mein Kind gefunden. Und so hat Dice mir Rache geschworen. Jetzt konnte er ja meine Ländereien nicht mehr erben. Hör zu, Juliana. Bei all meiner Feindseligkeit gegenüber meinen Nachbarn und bei all meiner Verachtung für ihre Armut und ihre Niedertrachten habe ich mich doch stets an Recht und Gesetz gehalten und in Frieden mit ihnen gelebt. Aber jetzt sind sie zu weit gegangen und jetzt gibt es keinen Zurück mehr. Ich lasse mir ihre Torheit nicht länger gefallen. Jenkling nach seiner Familie fragt. Wie ihr wisst, nee, wie ihr sicher wisst, liegt im Westen von Devort zwei Seen. Man nennt sie auch die zwei Brüder, Großen See und Kleinen See. Meine Ländereien grenzen an letzteren an und die Burg steht direkt in seiner Mitte. Die Kleinen See sind die reichsten und die ältesten unter den Rittern von Trevor. Meine Vorfahren lebten hier schon bevor das Christentum Einzug hielt und schon damals wurden sie respektiert. Viele ihrer großartigen Gebräuche wurden von einer Generation auf die nächste vererbt und werden in unserer Familie immer noch befolgt.
Manche nennen sie heidnisch. Nun, das stimmt nur zum Teil. Und derlei Dinge machen sie nicht zum Ungläubigen. Was heißt es denn, ein Christ zu sein? Sich von der Lebensweise unserer Vorväter loszusagen? Ja, es ist wahr, dass ich den Klerus nicht mag. Ich verachte Trägheit, wo immer sie mir begegnet. Angefangen bei landlosen Rittern, die ihren Lebenszweck in Überfällen und Turnieren sehen, bis hin zu faulen Bauern und bildende Landstreichern. Ich bin stärker als jeder meiner Nachbarn und hätte schon lange vernichten können. Nee, sie schon vernichten können, aber ich habe es nicht getan, denn ich will keinen Krieg vom Zaun brechen. Aber offenbar bin ich der einzige Mann von Ehre. Ab Kann und Kind greife ich mich unter wenigen Vorwänden gemeinsam an und ich muss darum gegen zwei Gegner zu Wehr setzen. Werden Gerüchte. Ach du Scheiße. Okay, Trompets Tochter haben wir schon, das auch. Aber Geistertür machen wir noch nicht. Gestohlene Seele glaube auch nicht. Ja. Mitten im südlichen Wald steht ein hoher Turm. Es ist schon vor Weitem zu sehen. Am mondhellen Nächten sieht man oft ein junges Mädchen auf der Mauer dieses Turms. Die ist so bleich, dass sie fast durchsichtig wird. Ihr Haar weht im Wind. Wenn es gerade herabhängt, reichen ihre Locken bis zum Boden des Turms. Und dies ist ihre Geschichte. Vor langer Zeit, als das Christentum noch nicht nach Tribor gekommen war, stand hinter dem Turm eine mächtige Burg. Und ihr Herr war natürlich ein Heide. Und als St. Landrigus kam und das Christentum nach Tribor brachte, weigerte sich diese Ritter, sich taufen zu lassen. Verbot es auch seinen Leuten. Da kämpften die Christen gegen ihn. Mit Gebeten bezwangen sie die heidnischen Truppen und belagerten den Feind in seiner Burg. Viele Tage lang widerstand er der Belagerung, aber schließlich erkannte er, dass er keinen anderen Ausweg gab, und da suchte er Hilfe beim Waldkönig selbst. Dieser versprach ihm, all seine Feinde lebendig zu begraben, doch dafür soll der heidnische Ritter ihm seine wunderschöne Tochter geben, die goldene Zöpfe vom Kopf bis zur Sohle hatte, und er sagte ihm, der Weg in mein Reich ist lang und mühsam, darum muss seine Tochter drei Dinge mitbringen. Einen pelzgefütterten Mantel, damit sie nicht friert. Ein seidenes Saumzeug, damit sie nicht von meinen Hengst stürzt. Und das Wichtigste, einen silbernen Kamm, damit sie auf dem Weg zu mir ihr Haar hochstecken kann. Sonst verfängt es sich in den Zweigen und sie verirrt sich und findet nicht zu mir. Es war nicht leicht für eine Frau, dass ich von seiner Tochter zu trennen, doch hatte keine andere Wahl. Die Christen hatten bereits begonnen, die Mauer zu stürmen und begannen, ihre Sachen zu packen. Die Tochter aber wollte nicht in des Waldkönigs Reich gehen. Darum verlegte sie absichtlich ihren silbernen Kamm. Sie nachsuchten überall, aber sie konnten ihn nicht finden. Die Christen hatten die Burg schon fast erobert, nur ein Turm hielt noch stand. Da verlor der Vater die Gülde und sagte, nimm sie, wie sie ist, Waldkönig. Mit diesen Worten stieß er sie vom Tor. Sofort begann der nächstgelegene Wald zu dröhnen und zu ätzen. Er zog jemand die Wurzeln altehrwürdiger Bäume lang wie Seiten und spielte darauf einen so wilden Tanz, als die Erde selbst erbebte. Die Burg fiel und begrub die Eindringlinge lebendigen Leibes. Seither ist über ein Jahrhundert vergangen, und niemand hat diese Kriege auf christliche Art zu letzten Ruhe gebettet. Sie schlafen unter den zerfallenen Mauern der Burg, und es heißt, wenn jemand dort nachts ein Geräusch macht, dann machen sie vielleicht auf. Und seither haben die Leute Angst davor, sich auf dem Land des heidnischen Ritters niederzulassen. Alles dort wurde von dichtem Wald überwuchert. Und ohne den silbernen Kamm konnte seine Tochter nicht in das Waldkönigsreich gelangen. Immer zur Mitternacht, wenn der Mond scheint, erscheint sie auf dem Turm und sucht im Mondlicht nach ihrem silbernen Kamm. Aber sie kann ihn nicht finden. Uiuiui. Ich wollte erst sagen, ist das jetzt eine Abwandlung von Dornröschen? War das nicht Dornröschen? Ja, mit ihren... Nee, Dornröschen war es nicht. Rapunzel. Genau, Rapunzel. Dachte ich erst, aber war nicht so. Die gestohlene Szene kennen wir auch noch nicht. Ich glaube, die Legende von Fach halt auch nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Kenne die Legende von Wolfsfeld? Dann hör zu. Es lebt einmal ein Ritter namens Fachheit. Seine Leibeigenen waren einfache Leute, Schäfer und Hirten. Sie ließen ihre Herde auf den Hängen von Blaukamm weiden. Fachheit konnte seine Leute stets vor den Überfällen seiner Nachbarn oder vor Banditen beschützen. Doch dann eilte die Menschen ein neues Unglück. Wölfe. Sie vermehrten sich rasch und in großer Zahl. Und sie wurden in den Bergen von Blaukamm heimisch. Und wenn das Futter in den Wäldern knapp wurde, kamen sie bis zu den Ausläufern von Blaukamm hinunter. Schafe waren für sie leichte Beute. Und die Schäfer konnten wenig gegen sie ausrichten.
denn sie kamen in gewaltigen Rudeln. Bald drohte den Menschen eine Hungersnot. Schlimmer noch, als die Schafe weniger wurden, wandten die Wölfe ihre Aufmerksamkeit ihren Hütern zu. Sie kamen auf den Geschmack von Menschenfleisch und machten bald aktiv Jagd auf die Menschen. Er schwor Farad, die Wölfe um jeden Preis zu vernichten. Er wusste, dass er dazu den Anführer des Frutes finden musste. Das war nicht leicht. Tag und Nächte lang bohrte Farad die Wölfe. Er verbrachte viele Tage in der Wildnis. Seine Kleidung und seine Haut feucht vom Tau des Waldes, sein Bart und sein Haupthaar hingen ihm schon bis auf die Brust. Er lebte vom Wild, das er im Wald und auf dem Feld gefangen hatte, und er verlor das Rudel nie aus den Augen. Endlich entdeckte er am Stallhang am alten Turm den Rudelführer, einen so gewaltigen Wolf, wie er ihn noch nie eingesehen hatte. Farad schoss auf das Untier, aber seine Pfeile prallten einfach ihn ab. Wolf und Mensch kämpften an den Stallhang. Farad legte seine Waffen nieder und kämpfte in bloßen Händen und Zähnen. Er biss dem Wolf die Gurgel auf, dann holte er den Ritter das Tier und legte sich das Fell über die Schulter. Die anderen Wölfe erkannten ihn als ihren Anführer an und folgten ihm. Farad führte sich weit fort von seinen Ländereien. Doch sobald er den Fuß auf den Boden von Trevor setzte, begannen den Rittern seltsame Dinge zuzustoßen. Das Leben unter den Wölfen wirkte so stark auf ihn aus, dass es sogar seinen Körper veränderte. Er wusste, er konnte nicht zu seinen Leuten zurückkehren. Farad warf das Wolffell ab und lief weit vor, um wieder zu einem Menschen zu werden. Die gestohlene Seele. Der dichte Wald im Süden erfüllt mich mit Staunen. Dort gibt es sicherlich reichlich Wild. Reichlich Wild mag sein, aber es gibt auch nicht viele Freiwillige, die sich dort holen. Wer dorthin geht, verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Und das? Es ist kein normaler Wald. Ja, es gibt Bäume und Wild und dergleichen, das schon. Aber auch Älteres wächst dort. Es heißt, in seiner Mitte wächst ein Zauberapfelbaum. Wer in einen seiner Äpfel beißt, wird unsterblich. Doch um zu verhindern, dass Menschen an die Äpfel herankommen, hat der Waldkönig alle Wege dorthin führend verzaubert. Selbst wenn ihr ein ganzes Jahr lang den Weg ablaufen würdet, ihr würdet nicht zu den Apfelbaum finden. Nur ein Weg führt zum Apfelbaum, aber er ist für das Menschen auch unsichtbar. Glaubt denn jemand diese Märchen? Noch heute gibt es wunderbare Gesellen, die von den Äpfeln kosten wollen. Darum gehen sie in den Wald, und dann ist es eine reine Glückssache. Die, die zur rechten Zeit gehen, sehen ein, dass ihre Idee sinnlos ist, und kommen mit leeren Händen zurück. Andere verirren sich einfach im Wald und fallen Wölfe oder vielleicht sogar einen Luchs zum Opfer. Am schlimmsten aber trifft es die, die bis zum Apfelbaum gelangen. Denen erscheint der Waldkönig selbst und er nimmt ihre Seele, sobald sie den Apfel vom Baum pflücken. Danach wandern diese Verlorenen den verzauberten Weg entlang, und keiner von ihnen kann die Wege wieder verlassen. Und die, die durch den Wald reisen, sagen, wenn man die Straße entlang wandert, dann tönt eine Stimme hinter den Bäumen, die etwas in ihrer toten Sprache jammert. Jeder Reisende würde davonlaufen, aber wenn sie sich umwenden, sehen sie schwarze Gesellen, die ihnen folgen, mager und gekrümmt. Was sie nicht sagt. Stellt euch nur vor. Darum, nun ja, lohnt die Jagd dort die Mühe nicht. Nach allem, was ich weiß, kann man doch selbst zu Beute werden. Aber von etwas, was weiter schlimmer ist als Tiere. War das doch was für uns? Und die anderen Geschichten kannten wir ja schon. So. Wo könnten wir noch hingehen? Bevor wir da hochgehen und alles machen, muss ich sogar fast sagen, tatsächlich im Süden. Ein bisschen herumreißen. Wir gehen noch nicht in den Wald. Die sind auch militärisch noch nicht stark genug dafür. So, Sündmühle. Erstmal eine Wachpatrouille. Da ist auch nur Wachtürme. Söldnerlager, oho. Gut zu wissen. Na, ihr da, wer seid ihr und wo kommt ihr her? Ach, da ist Abkan. Ich bin Juliana Rotjäger, meine Edelfrau. Und ihr, soweit ich sehen kann, seid alles andere als gastfreundlich. Verzeiht meine Unfähigkeit, Julian. Mischt hier in Taten, nicht Worte. Wenn ihr euch in den Kampf beweisen könnt, wäre ich euch ein ausgezeichneter Verbündeter. Ihr seid offenbar eine Söldnerin und das heißt vermutlich, dass ihr euch eine Gelegenheit, etwas Geld zu verdienen, nicht entgehen lässt. Helft mir gegen den Wassergeist, dann gehört alle Beute, die wir finden, euch. Der Wassergeist? Der verdammte Jäckling von Kleinensee. Er wird so genannt, weil seine Burg mitten in einem See liegt und die Schatzkammer der Burg ist riesig.
So verlogen das klingt, bin ich doch aus einem anderen Grund hier. Ihr schuldet, dass die Leute des Landgrafen Enneling in Treve eingefallen sind. Sollt ihr euch nicht gegen sie erheben? Das ist wahr. Und mag es nicht glauben, dass ich meine Pflicht vergessen hätte. Ja, vergesse ich das erste Mädchen, das ich nahm als mein Eid. Aber verdammter Wassergeist, der hat mein Schicksal durch den Dreck gezogen. Und das lässt sich nur mit seinem Blut abwaschen. Helft mir, kleinen Seestruppen zu vernichten und seine Burg einzunehmen. Dann kann ich meine Truppen gegen Enderling schicken. Also bisher scheint mir das eher zu sein, dass er einfach nur sein Geld haben will. Nichts ab kann. Aber wie immer können wir uns eigentlich nichts momentan großartig leisten an Burgeroberung oder so. Ja, das ist ja noch echt eigentlich viel zu stark. Wir haben nicht genug Geld, wir müssen irgendwo und irgendwie erstmal an Geld kommen. Vielleicht haben wir das Glück und wir könnten irgendwo anders eine kleine Burg oder so erobern, wo wir langsam Geld generieren können. Rekruten, Bauer. Oder zumindest auch erstmal einen Turm haben, wo wir die ersten Einheiten reintun können. Vielleicht ein Bug oder so. Wer weiß. Oder er kommt noch. Kann auch sein. So. Aber ich speichere mal. Ich will mal nur wissen, was passiert, wenn wir wirklich in den Wald reingehen. Dann sterbe ich. Heidentempel. Vielleicht war es auch nicht der Wald. Wer weiß. Laufen wir mal hier entlang. Banditen sehe ich da schon. Hm, nicht wirklich. Was ist dabei? Nix. Lazarus Haus. Okay. Was haben wir denn hier noch? Feuchtwald. Irgendwelche Bauern wieder. Wachen. Mensch, anscheinend versucht sie meinen, seinen kaputten Magen zu reparieren. Seht doch, eure Gnaden. Da steht ein Mensch auf der Straße und winkt uns. Anscheinend ist sein Magen gebrochen. Als du näher kommst, lässt sich wie ein Mensch gekleideter Mann plötzlich einen Pfiff ertönen. Läuft zwischen den Bäumen und verschwindet. Die Sache ist mir nicht geheuer. Ja, tschüss! Leck mich doch! Sehr schneller als wir. Immerhin haben wir unsere zwei Ritter, immerhin. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kommen die zwei. 44. 42. Ich würde sagen, als erstes die Bogenschützen. Dann kann der Kollege. Genau. Ihn umhauen. Und dann. Ihn umhauen. Dann sind die beiden gezwungen, sich zurückzuziehen. Oder im Nahkampf zu schießen. 10 Schaden.
72. Dann machen wir den Platz. Und gewonnen. Einen Morgenstern bekommen. Ein paar Trophäen. Das können jetzt im Wagen angucken. Naja. So. Kurz vor Pfeilen. Fernkampfverteidigungswert. Ich glaube, das wird dem geben, denn die sind immer gefährdet, was das angeht. Minus 3, du hast auch minus 3. Nahkampfangriff oder deiner Schlag. Jo, bitteschön. Hast du schon mal was gut? Ansonsten haben wir erstmal nix. So, was haben wir hier? Nicht so wirklich was. Dann haben wir jetzt wieder das Hauptproblem: Wo bekommen wir genug Geld her? Ich würde einfach sagen, an dieser Stelle werden wir jetzt erstmal wieder Schluss machen. Ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss.